Wer gut und gerne einschläft, sollte auf abinsbett.net klicken. Und wer gar nicht gerne einschläft, der sollte erst recht draufklicken. Jetzt abinsbett.net. Ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, ab ins Bett, der Kinderpodcast. Hier ist euer Lieblingspodcast am Mittwochabend. Ich bin Marco und ich freue mich, dass wir an diesem 17. März gemeinsam in den Abend und in die Nacht starten. Bettina hat sich bei mir gemeldet unter der WhatsApp-Nummer 01525 179 6813 und sie hat mir gesagt, dass ihr Sohn, der Lasse, 4 Jahre alt ist und er liebt den Weltraum, Astronauten und er fliegt im Traum mit Drachen und mit Einhörnern. Außerdem klettert Lasse auch gerne. Heute wird er ein ganz besonderes Abenteuer erleben. Welches? Das hören wir gleich. Vorher heißt es aber einmal bitte recken und strecken. Nehmt die Arme und die Beine, die Hände und die Füße und streckt alles so weit weg vom Körper, wie es nur geht. Macht euch ganz, 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 ganz lang. Spannt jeden Muskel im Körper an und dann lasst ihr euch ins Bett hinein plumpsen. Sucht euch eine ganz bequeme Position. Und ich bin mir sicher, dass ihr heute die bequemste Position findet, die es überhaupt bei euch im Bett gibt. Kleiner Hinweis für euch: Wenn ihr besser einschlafen möchtet, klickt mal auf abinsbett.net, da gibt es bald was ganz Neues für euch. Jetzt gibt's aber die Geschichte für den Mittwochabend. Hier ist die 203. Gute-Nacht-Geschichte für den 17. März. Lasse und der Mann im Mond. Lasse ist ein ganz normaler Junge. Er ist 4 Jahre alt und er kann sich gut einmal vorstellen, als Astronaut in den Weltraum zu fliegen. Oder später einmal als Kletterer hohe Berge zu ersteigen. Oder vielleicht auch mit Drachen und Einhörnern zu fliegen. Das passiert nämlich jetzt schon manchmal, allerdings im Traum. Heute, am Mittwochabend, liegt Lasse im Bett und träumt ebenfalls davon, zu fliegen. Allerdings nicht mit Drachen und mit Einhörnern, sondern auf eine ganz besondere Weise. Lasse fliegt nämlich heute auf den Mond. Ja, der Mond ist gar nicht so weit weg, denkt er sich, den kann ich ja jeden Abend sogar sehen. Oma und Opa sind vielleicht weiter weg, weil die kann ich ja nicht jeden Abend sehen. Den Mond, den sehe ich aber sogar von meinem Fenster aus, dachte sich Lasse. Also wird es doch durchaus möglich sein, auch auf den Mond zu gehen. Warum auch nicht, denn er ist ja mal größer und mal kleiner und wenn man den richtigen Zeitpunkt herausfindet, dann findet man bestimmt den Weg zum Mond. Vielleicht muss man eine kleine Rakete basteln, aber dann kommt man da schon irgendwie hin. Lasse war sich sicher. Er kannte sich schließlich im Weltraum aus und auch mit Astronauten, die mochte er nämlich sehr. Aus dem Grund vertraute er auch drauf, einmal auf den Mond zu fliegen. Und am Mittwochabend ging er auf eine ganz besondere Reise. Wer ist denn da oben auf dem Mond? Ist denn da tatsächlich der Mann im Mond, der das Licht ein- und ausschaltet, der dafür zuständig ist, auch das Licht zu knipsen? Ja, wer ist denn der Mann im Mond? Ist das tatsächlich der, der das Licht vom Mond an- und ausknipst? Weil es ist wirklich so, das weiß Lasse. Manchmal ist der Mond zu sehen, ja, aber manchmal nicht. Manchmal sieht man den Mond sogar tagsüber, aber manchmal ist der Mond in der Nacht ganz klein und manchmal ganz groß. Damit muss doch jemand was zu tun haben. Und wer nicht, wenn der Mann im Mond? In der Nacht beginnt Lasse zu träumen. In seinem Traum steigt er in eine große Rakete. Die sieht aus wie eine Rakete, die er neulich einmal selber gemalt hatte. Nur in echt groß und wirklich verdammt schnell. So schnell, dass er auch ruckzuck auf dem Mond landete. Und der Mond war gar nicht so spektakulär, wie er von dem Erdboden aussah. Und es war auch nicht so, dass nur ein Halbmond zu sehen war, sondern es war der ganze Mond. Lasse landete sicher seine Rakete auf dem Mond. Und er stieg aus.
Ganz langsam und ganz vorsichtig bewegte er sich und das Laufen war angenehm auf dem Mond, denn der Körper war viel, viel leichter. Zumindest fühlte er sich leichter an. Auf dem Mond war er nicht schwerelos, aber es war auf jeden Fall ein anderes Laufen, mehr ein Hüpfen von Stelle zu Stelle. Weniger anstrengend. Aber auf dem Mond war es auch nicht so schön, denn als er in den Himmel blickte, fehlte ihm etwas. Nämlich der Anblick des Mondes. Auf dem stand er ja, den konnte er am Himmel nicht mehr sehen. Er schaute auf den Boden und er versuchte Fußspuren zu erkennen. Ist hier jemand unterwegs gewesen? Ist hier jemand hin und her gelaufen? Sind das wohl etwa Fußtapser? Tatsächlich. Hat nun Lasse den Mann im Mond gefunden? Er konnte tatsächlich Fußspuren auf dem Mond entdecken. Ganz schön große Fußspuren waren das. Die waren mit Sicherheit vom Mann im Mond. Ja, vielleicht findet er den auch. Dann könnte er ja ganz einfach fragen, ob er den Mond und das Licht ein- und ausknipst. Oder wer dann vielleicht doch für das Licht im Mond verantwortlich ist. Soweit Lasse auch schauen konnte, er konnte nicht entdecken, dass hier jemand lang lief, aber mit den Fußspuren war er sich sicher. Die hat er gesehen. Ganz klar. Große Fußspuren mit richtigen Rillen drin. Das waren ganz schön stabile Schuhe, die jemand auch anhatte. Lasse durchsuchte den ganzen Mond. Außer ein paar Fußabdrücke konnte er aber nichts erkennen. Vielleicht schlief der Mann im Mond gerade. Vielleicht war der Mann im Mond auch nur ein Besucher, so wie Lasse, der auf einem anderen Planeten schlief und wohnte und immer nur zum Mond flog, um das Licht an- und auszuknipsen. Als Lasse zu Hause war, lag er wieder in seinem Bett. Er konnte sich gar nicht erinnern, wie er von seiner Rakete wieder in das Bett gekommen ist, aber er wachte auf und war tatsächlich schon in seinem Kinderzimmer. Am nächsten Morgen erzählte er Mama Bettina seinen Traum und Mama Bettina erklärte ihm, woher die Fußabdrücke auf dem Mond kommen. Ja, es gab wirklich einen Mann auf dem Mond. Der knipste aber nicht das Licht an und auch nicht das Licht aus. Der Mann im Mond, der war vor vielen, vielen Jahren, genau wie du, Lasse, mit einer Rakete unterwegs. Und er landete auf dem Mond und er betrat tatsächlich als erster Mensch mit seinen Füßen den Mond. Und er ging auf dem Mond spazieren, genau so wie du gestern in deinem Traum, in deiner Reise. Die Mama korrigierte sich noch, denn Lasse war sich sicher, dass er wirklich gestern auf dem Mond war. Und die Fußabdrücke auf dem Mond, die sind von einem Mann namens Neil Armstrong. Der war nämlich wirklich der erste Mensch, der seine Fußabdrücke auf dem Mond hinterlassen hat. Und das ist zwar schon so lange her, auf dem Mond sind sie aber immer noch zu sehen. Am nächsten Tag ging Lasse raus, direkt vor die Tür. Und auch er hinterließ einen Fußabdruck. Zwar nicht auf dem Mond, aber im Beet neben der Tür. Und er war gespannt, ob dieser Fußabdruck auch noch Monate oder Jahre später zu sehen sein wird. So wie der Fußabdruck vom Mann im Mond. Und am nächsten Tag saß er an seinem Fenster und schaute ihn ganz genau an. Nicht den Mann und nicht den Fußabdruck, aber den Mond. Denn der Mond ist jeden Tag da und passt auf. Auf Lasse und auf alle anderen großen und kleinen Astronauten und Mondfans. Und Lasse weiß, genau wie du, jeder Traum kann in Erfüllung gehen. Du musst nur ganz stark dran glauben. Und jetzt heißt's, ab ins Bett. Träum was Schönes. Bis morgen, 18 Uhr, abinsbett.net. Dann mit der Geschichte Elisa und die Erfindung des Jahres. Träum was Schönes.